4 Millionen Euro kostet die steigende Arbeitslosigkeit die Gebietskrankenkasse im letzten Jahr. Wie kommt das, Manfred Brunner? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir im Jahr 2009 zusätzlich 3.000 Arbeitslose haben und im Durchschnitt ein Arbeitsloser um 1.300 Euro weniger Beiträge abliefert an die Gebietskrankenkasse, dann kommt man eben auf diese 4 Millionen Euro, die an Beitragseinnahmen sozusagen fehlen. Wie groß ist dieses Problem dann in der Realität? Unterm Strich betrachtet ist es natürlich ein wesentlicher Anteil an den am Abgang in der sozialen Krankenversicherung. Insgesamt sind es natürlich nur ungefähr 1% der gesamten Beitragseinnahmen, aber es ist halt auch der Abgang ungefähr in dieser Größenordnung und daher ist es doch bezogen auf den Abgang ein substanzielles Problem, das wir zu lösen haben. Auf der einen Seite steigen die Ausgaben, weil es immer neue medizinische Versorgungsmöglichkeiten gibt. Wenn dann auch auf der anderen Seite die Einnahmen wegbrechen, wird es natürlich doppelt problematisch. Hier ist Handlungsbedarf gegeben. Wir werden halt auf der Ausgabenseite auch in Zukunft noch stärker hinschauen müssen, wo werden Ausgaben, sprich Leistungen finanziert, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind. Die Arbeitslosigkeit wird sich ja im kommenden Jahr nicht verbessern. Was bedeutet ein genauer Hinschauen in diesem Sinne konkret? Ja, das stimmt. Wir haben also auch in der Prognose 2010 wieder mit einem Zuwachs von 8% bei den Arbeitslosen prognostiziert in unserer Gebangsvorschaurechnung. Und das heißt, wir werden im Sinne des Konsolidierungspakets, das die Bundesregierung beschlossen hat, auch auf der Ausgabenseite noch stärker hinschauen müssen. Und wie können diese Maßnahmen nun konkret ausschauen? Für diese Maßnahmen gilt eigentlich ein Grundsatz, nämlich dass jeder Versicherte alles bekommen soll, nach dem österreichischen Prinzip, was er braucht an Gesundheitsleistungen. Aber, und das wird sicherlich eine Änderung werden, es bekommt nicht mehr jeder alles, was er will. Da liegt eine Diskrepanz drinnen und wir müssen dort hinschauen im Bereich der Medikamente, im Bereich von therapeutischen Maßnahmen, Physiotherapie oder teure Diagnosemethoden, MRI und so weiter, dass diese Mittel nur dort eingesetzt werden, wo sie wirklich notwendig sind. Und hier gibt es schon Möglichkeiten, wo man durchaus auch etwas mehr Effizienz noch hineinbringen kann. Ist das vielleicht ein Voranschreiten der Zweiklassenmedizin? Die Zweiklassenmedizin kommt ganz sicher dann, wenn wir nicht jetzt hinschauen und sozusagen sicherstellen, dass wir auch in Zukunft die neuen medizinischen Errungenschaften für alle zur Verfügung stellen können. Aber, das ist die große Einschränkung, nur dann, wenn man es auch wirklich braucht und schon gar nicht doppelt und mehrfach.